Bevor das Video startet, habe ich eine Frage an euch. Ihr müsst ehrlich sein. Könnt ihr das? Das letzte Spiel bei den Squid Games. Hat das irgendjemand kapiert? Hat irgendjemand das letzte Spiel bei den Squid Games verstanden? Weil dieses Spiel werden wir heute wahrscheinlich spielen. In Roblox Squid Games gab es nämlich ein großes, großes Update, was uns mehr Spiele bringt. Also kurz gesagt, wir haben jetzt alle Spiele von der Serie. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon einen Sieg. Und damit habe ich mir einen Anzug gekauft, der anders aussieht als die anderen. Ich bin was Besonderes. Meine Nummer ist die 169. Alter, wie nice sieht der Charakter denn aus mit seinem Schrumpfkopf? Okay, wir gehen mal rein, bevor das Spiel startet. Ich bin so gehypt. Ihr werdet gleich sehen, wie das Spiel sich verändert hat. Teleporting. Es geht schon los. The game. Bruh. Dein Ernst jetzt? Okay, zweiter Versuch. Und ihr seht unten rechts in der Ecke, diesmal haben wir wirklich Cash. Das heißt, wenn wir die Runde gewinnen, bekommen wir auch einen gewissen Geldpot, mit dem wir uns Sachen kaufen können. Zum Beispiel meinen schönen Anzug. Teleporting. Diesmal muss es funktionieren. Oh nein, wir sind im Spiel drin. Das ist schon alles richtig so. Rating for Players. Die Türen müssen sich jetzt hier öffnen und dann kommen wir durch das legendäre Treppenhaus durch. Und wir müssen tatsächlich zum ersten Spiel laufen. So wie in der Serie. Guckt euch an, wie nice das gestaltet ist. Ich bin so bereit für das Spiel. Wir haben oben auch einen Timer. Wir sollen innerhalb von 30 Sekunden beim Spiel ankommen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir nicht rechtzeitig ankommen. Ich schätze mal, wir gehen drauf. Ja, wahrscheinlich gehen wir einfach drauf. 3, 2, 1, 0. Unser erstes Spiel wird natürlich wieder Red Light, Green Light. Wir können hier nicht schubsen oder sonst was. Wir müssen einfach durchkommen. Ich weiß. Bei Grünlicht darf man laufen. Bei rotem Licht sollte man stehen bleiben. Okay, wir kennen alle das Spiel. Lass mich einfach loslegen. Ich möchte gewinnen. Ich möchte... Oh mein Gott, lauf. Ganz schnell hier durchkommen. Oh, Gott. Alter, das sind viel... Komm schon, sag grünes Licht. Wieso bewegen die sich alle so schnell? Ihr müsst doch warten, bis sie wieder Greenlight sagt. Komm. Oh mein Gott, wir sind richtig weit gekommen. Wie viele Leute gehen denn im ersten Spiel drauf? Krank. Oh, da ist noch einer drauf. So spät? Okay, lauf. Sag jetzt nicht zu schnell Red Light. Alles ist gut. Smiley bekommt das hin. Wir haben es bald geschafft. Oh mein Gott, ich bleib nochmal stehen. Wer stirbt vor der Ziellinie? Wieso sind da hinten doch so viele Leute? Ich meine, ihr hattet genug Zeit. Okay, wir haben es geschafft. Easy peasy lemon squeezy. Wir haben hier sogar ein Leaderboard und wie viel Geld ist gerade im Pot? $2500. Ich möchte den ganzen Pot bekommen. Wo ist meine Nummer? Die 169? Oh, hier bin ich. Nice. Oh, wir müssen schon zum nächsten Spiel laufen. Die geben uns gar keine Zeit. Was war denn jetzt nochmal das zweite Spiel? Oh, Honeycomb. Jetzt müssen wir da aus den Süßigkeitenscheiben was rausschlagen. Ich finde, das ist das kritischste Spiel. Vor allen Dingen ist es total random, welches Symbol du bekommst. Natürlich wäre ich am zufriedensten mit dem Dreieck. Schöne, gerade Linien. Drei Stück. Der Regenschirm wäre ekelhaft. Echt ekelhaft. Bitte kein Regenschirm. Bitte kein Regenschirm. Hallo? Es ist so dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Wir machen Cookies. Guckt euch mal an, wie gut das gemacht ist inzwischen. Okay, wir setzen uns hin. Was kriege ich? Ja! Nice. Ein Dreieck kann man fast gar nicht verkacken. Easy, die erste Linie. Oh mein Gott, die unten ist ziemlich dünn. Da müssen wir aufpassen. Ich hätte gerne so ein Lineal für meine Maus. Dann muss ich da einfach nur lang gehen. Aber... Zwei wurden erschossen. Oh nein! Das war nicht gut. Einmal habe ich eingerissen, aber wir haben es geschafft. Easy durch das Spiel durchgekommen. Hier siehst du mein Cookie. Und ich muss mal kurz sehen, wer überlebt. Glaubt ihr, sie überlebt? Weil sie braucht schon ziemlich lange. Und das macht mir Angst. Wir schließen jetzt einfach Sportwetten drauf ab, ob die Leute es schaffen oder nicht. Aber die muss sich echt beeilen. Die hat nur noch 7 Sekunden. Das wird kritisch. 2, 1, go. Ja, sie ist tot. Das war's. Es sind sogar relativ viele Leute gestorben. Es sind noch 34 Spieler da und im Pot sind inzwischen $3600. Und die will ich haben. Wir können uns das Lights Out auch theoretisch kaufen. Dann können wir uns nochmal alle prügeln. Aber davon bin ich eh nicht so der Fan. Von daher lassen wir das. Let's go zum nächsten Spiel. Was ist das dritte Spiel? Ich glaube Tauziehen. Und danach kam nicht schon das letzte Spiel. Nein, danach kam das Murmelspiel. Oh Gott, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das ist ätzend.
Let's go. Vom Tauziehen bin ich nicht so der Fan, weil es halt einfach Glück ist. Glück, im besseren Team zu sein. Wenn ich jetzt ein totales Schrottteam habe, ist es doch logisch, dass wir es nicht schaffen, oder? Ich hoffe, ich habe das gute Team. Gib mir das gute Team. Komm schon. Ist da jemand gestorben? Wirklich? Man kann davor sterben? Die sind da runtergefallen? Okay, wie machen wir das hier nochmal? Oh, wir müssen einfach klicken, wenn wir oben sind. Perfekt. Das war gut. Weiter. Das gibt 0 Punkte. Das ist ganz schlecht. 10 Punkte. Oh mein Gott. 10 Punkte. Unser Team ist gerade am Verkacken. Wir rutschen immer weiter nach vorne. Leute, klickt doch richtig oben. Ich habe auch verkackt. Das war's. Bra, ich belebe mich aber wieder. Bei so einem Spiel zu sterben, finde ich doof. Revive in Game 3 gekauft. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, es ist unfair. Aber Tauziehen ist auch so ein unfaires Spiel. Im Pot sind $4.900. Wie viele Spieler sind noch da? 16. Das Spiel hat einfach die Spieleranzahl halbiert. Okay, das vierte Spiel. Murmeln. Und ich glaube, danach geht's zur Massenschlägerei. Und dann haben wir es geschafft. Es ist echt ein krasses Update. Einfach jedes Spiel haben die inzwischen hinbekommen. Sogar das Treppenhaus dazwischen. Ich weiß halt nur nicht, was dieser kleine schwarze Raum immer dazwischen soll. Okay. Ich glaube, hier spielen wir auch gar nicht dieses Murmeln, Raten, wie viele der andere Typ in der Hand hat und irgendwas setzen. Hier spielen wir es anders. Ich glaube, hier spielen wir dieses Murmeln, Werfen. Wir versuchen, andere Murmeln wegzukicken. Aber ich muss mir die Erklärung gleich nochmal anhören. Weil ich habe keinen Plan und ich habe keinen Bock zu verkacken. Wo ist mein Partner? Wer die meisten Murmeln hat, gewinnt. Okay. Oh. Spiele ich gegen dich, weil wir gucken uns ja nicht mal an. Und da hinten rollt schon eine Kugel. Oh, warte mal, ich kann hier shooten. Dann shoote ich hier. Habe ich es geschafft? War das gut? Ich weiß nicht, ob man die rausschlagen soll, die Murmeln. Da steht eine Murmel. Okay, so ganz weiß ich nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich versuche die einfach rauszukicken. Bam, da ist die zweite. Easy. Oh, das war richtig gut. Er schreibt RIP. Heißt das, ich habe gewonnen? Und er schreibt, er ist dumm. Okay. Das heißt wohl, er hat einen großen Fehler gemacht. Da schlagen wir die nächste Murmel raus. Ich schreibe, I don't know. Oh, er wurde... Ich schätze mal, ich habe gewonnen. Nice. Es tut mir echt leid, Bro. Es... Ich wusste nicht mal, was ich wirklich tue. Ob das richtig war oder falsch. Aber es hat funktioniert. Der ist tot. Der ist tot. Die ist gerade umgekippt. Oh, es scheint so, als wären wir gleich im letzten Spiel angekommen. Nice! Wie viele Spieler sind noch da und wie viel Geld ist im Pott? $5.600. 8 Spieler sind da. Ich glaube, jetzt kommt hier das letzte Spiel. Die Massenschlägerei. Und das sollen wir wirklich mit so vielen Leuten machen? Oder kam davor noch ein Spiel? Nee, das letzte Spiel, was niemand kapiert. Ich bin am Zittern. Okay, welche Nummer bist du? Die 69? Nice. Es sind einfach noch so wenig Leute. Wir laufen hier einfach nur noch zu 5 die Treppe runter. Der Rest ist tot. Oh Gott. Ruhig, Slyly, konzentrieren. Oh nein. Das hier? Das ist ätzend. Ich hab das vergessen. Okay, aber das Spiel ist an sich gar nicht so schwer. Weil die leuchten auf. Okay, einfach übers Glas rüberkommen. Easy. Wir kriegen das hin. Welche Glasplatten leuchten? Weil die leuchten eigentlich grün. Die heilen. Da, die hier schon mal. Links. Die zweite ist auch links. Aber was ist die erste? Was ist die erste? Okay, links. Links. Alter, die sind rutschig. Oh mein Gott. Rechts. Sehr schön. Einer ist schon gestorben. Gut, dass wir vorankommen. Das gefällt mir. Was ist das nächste? Ich weiß es nicht. Okay, die ist sicher, auf der wir sind. Gibt es hier vielleicht irgendeinen Mutigen oder einen Dummen? Ja, einen Dummen. Dummen gibt es immer in der Gruppe. Ja, Mann. Okay, langsam. Die hier ist safe. Komm schon, irgendjemand von euch muss mutig sein. Es ist zwar nicht mutig, es ist einfach nur dumm, aber lass jemanden dumm sein. Komm schon. Wir werden es nicht schaffen. Na klar werden wir es schaffen. Darüber. Rüber. Woo. Perfekt. Und ich glaube, die nächste war hier. Ich möchte jetzt nicht vorgehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die richtig ist. Wir haben genug Zeit. Ich warte lieber erstmal. Okay, die ist schon mal sicher. Die, das wissen wir schon. Die ist sicher. Ja, okay, es war klar. Es war klar, ich hätte vorgehen sollen. Dann hätte ich ihn gerettet. Ich möchte ja eigentlich, dass die anderen sterben. Wieso sollte ich vorgehen? Es sind nur noch 3 Spieler. Komm schon, mach langsam. Ach so, alles ist zensiert. Ich habe da nur geschrieben, wait for the light. Okay, er ist mutig. Und jetzt mach einen Fehler. Mist. Schade. Okay, wir haben es geschafft.
Jetzt ist alles explodiert und es sind noch 3 Spieler da. Oh mein Gott, im Pot sind 6000. Konzentration, 3 Spieler ist ein bisschen ätzend. Der eine Typ hat 6 Siege schon. Der kennt sich aus. Deswegen fliegt auch so viel bei ihm rum. Okay, er könnte eine Konkurrenz sein. Bei ihm muss ich aufpassen. Okay. Oh nein, wir haben Hacker. Oder? Weil woher kommt die? Wir waren eben gerade zu dritt, jetzt sind wir 4. Wie kommt das hin? Okay, das letzte Spiel. Alter. Hier sind ja noch die ganzen Leichten. Ja. Man muss für 10 Sekunden in dem Kreis bleiben oder der Letzte sein, der überlebt. Okay, ich verstehe. Okay, habe ich gewonnen? Weil die Was haben die getan? Die haben sich gegenseitig fertig gemacht. Oh mein Gott. Bra, die Snoop One. Wieso schreibt der sowas Böses zu mir? Das ist mein Cash. Bro, das ist mein Cash. 6.100 Dollar, mein zweiter Sieg. Oh mein Gott, wir können uns das leisten. Wir sind reich. Alter, ich bin gehypt. Können wir 11.000... Rein theoretisch können wir jetzt einen Anzug holen. Aber wir können uns nicht das Beste holen. Und deswegen ist es langweilig. Das hier kaufen wir mit Robux. Es geht nur um die Anzüge. Aber wir haben gewonnen. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Es sind nur 2 Klicks. Jetzt haben wir wirklich jedes Spiel von den Squid Games gespielt. Und das Update hier ist der Wahnsinn. Ich beende für meinen Teil das Video. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.